Herr Präsident, meine Damen und Herren, unser Grundgesetz, ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht, klein aber oho, unser Grundgesetz postuliert in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Meine Würde ist antastbar, wie ich lernen musste, weil ich auf Grundlage meiner HIV-Infektion gesellschaftlich diskreditiert werde. Ich werde mit einem Etikett Ansteckungsgefahr versehen, obwohl das nachweislich falsch ist. Nebenbei bemerkt, wenn ich in Großbritannien Chirurg wäre, könnte ich als behandelter HIV-Positiver dort operieren. Also hier erklären allerdings CDU und SPD, dass ich für einen Polizisten, eine Polizistin eine Gefahr bin, auf die hingewiesen werden muss. Ich weiß, und sicherlich wird Herr Zimmermann und Herr Juncker uns darüber aufklären, nicht jeder HIV-Positive kommt in diese Dateien, aber wie man in diese Dateien kommt, und das hat der Berliner Datenschutzbeauftragte gesagt, ist für ihn selber nicht erklärbar. Insofern müssen alle damit rechnen, dass sie in Situationen kommen, wo sie dort gespeichert werden. Dieses Vorgehen, auf Grundlage eines Merkmals diskreditiert zu werden, nennt man Stigmatisierung. Es ist stigmatisierend, was Sie hier tun. Diese Speicherung ist stigmatisierend. Sie argumentieren mit Eigensicherung. Und ich will Ihnen sagen, Eigensicherung, wenn es um die Krankheiten geht, die hier angeführt worden sind, Hepatitis B, Hepatitis C und HIV, geht anders. Gegen Hepatitis B kann man sich impfen lassen. Und wer auch eine berufliche Exposition hat, dem ist nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission eine Impfung sogar empfohlen. Bei Hepatitis C gibt es mittlerweile wirksame Behandlungen, die in wenigen Wochen zur Folge haben. Und bei HIV gibt es mittlerweile eine erfolgreiche Postexpositionsprophylaxe, also die Pille danach. Mit dieser Speicherung gaukeln Sie den Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei eine falsche Sicherheit vor. Ich finde, Ihr Vorgehen ist verlogen. Ausgrenzung und Diskriminierung tötet, sagt die Deutsche AIDS-Hilfe. Und ich finde, sie hat recht. Wer Angst haben muss, aufgrund seines HIV-Status ausgegrenzt zu werden, vermeidet wahrscheinlich einen HIV-Test, der Klarheit schafft und durch Behandlung Leben retten kann. Ihr Vorgehen, dass Sie zum ersten Mal seit Ausbruch der AIDS-Epidemie eine namentliche Speicherung ermöglichen, bricht mit der liberalen AIDS-Politik in Deutschland, die in den 80er Jahren entwickelt wurde. Also Gauweiler reloaded. Damals haben Rita Süssmuth, eine CDU-Politikerin, und in Berlin Ulf Fink für eine liberale AIDS-Politik gesorgt. Was da jetzt passiert, ist genau das Gegenteil. Wie gesagt, Gauweiler reloaded. Und ich sage mal, eine Politik, die sich gegen aktuelle Erkenntnisse richtet, verdient den Namen reaktionär. Und das ist im Jahre 2014 ein veritabler Skandal. In der Abstimmungsempfehlung, die Sie uns hier vorlegen, schlagen Sie vor, die Ausgrenzung mit einem neuen Namen zu versehen. Darum geht es aber nicht. Es geht nicht darum, einen neuen Namen zu finden, sondern diese diskriminierende und ausgrenzende Praxis zu beenden. Gestatten Sie mir zum Schluss eine persönliche Bemerkung. Denen, die aus den Koalitionsfraktionen aus Anlass des Welt-AIDS-Tages, der ja in wenigen Tagen ist, hier heute die rote Schleife tragen, möchte ich sagen, machen Sie das ab. Ihre Solidarität ist Heuchelei und ich finde es unerträglich.